Tag 2 des amerikanischen Vormarsches nach Köln hinein. Nach unruhiger Nacht, die auf deutscher Seite, wie es heißt, von planlosen Einzelaktionen gekennzeichnet war, setzt sich die US-Militärmaschinerie mit Sonnenaufgang in Bewegung. Der Angriff auf die Kölner Innenstadt beginnt im Nordwesten, wie hier am Westbahnhof und im Belgischen Viertel. Und etwa 800 Meter nördlicher am Güterbahnhof Gerion. Gleich 3 Armeekameramänner sind bei den beiden Kampfgruppen, um die ersten Bilder aus der zerstörten Innenstadt für die Weltöffentlichkeit einzufangen. Hier in der Gladbacher Straße ist es das Gespann James Bates und Leon Rosenman. Sie sind wieder wie tags zuvor bei der E-Kompanie des 32. Regiments der 3. US-Panzerdivision, der Einheit Clarence Moyers. Ihre Filmaufnahmen zeigen, wie die Panzer vorfahren und über die vor ihnen liegende Ringstraße hinweg in die ersten Häuser feuern. Dabei macht Kameramann Bates eine Entdeckung. Als wir in die Querstraße kamen, sah ich durch meine Kamera, wie ein deutscher Panzer heranfuhr. Hat auch Schütze Smoyer den deutschen Panzer auf der anderen Straßenseite gesehen? Auf der linken Seite bewegte sich irgendetwas. Und als ich hinüber sah, sah ich den deutschen Panzer. Aber als wir die Kanone umdrehten und Granaten abgefeuert hatten, zog er sich zurück. Ich konnte aber sehen, dass er immer noch da war und erzählte das einem unserer Panzerleute. Der wusste jetzt, dass er den Deutschen nur kriegen kann, wenn er die ganze Häuserfront wegschießt. Dann haben wir durch das Gebäude gefeuert und gedacht, wir könnten ihn so treffen. Ich habe das nie erfahren. Wer waren wohl die deutschen Soldaten in diesem Panzer auf der anderen Straßenseite? Die letzten schweren Waffen, die die Wehrmacht am Morgen des 6. März über die einzige intakte Rheinbrücke in die Trümmer der Innenstadt schickt, gehören zur Panzerbrigade 106 Feldherrnhalle. Unter den Soldaten ist auch der 18-jährige Funker und MG-Schütze Gustav Schäfer. Seine Brigade gilt als Feuerwehr des Westens, keine SS, aber eine selbstständige Einheit des Heeres, spezialisiert auf Gegenangriffe. Das wusste auch der Ami. Deswegen hat man mich links und rechts weg an die Fresse gehauen, wie wir verwirrt wurden, wie wir abends dann in Gefangenschaft gekommen sind. Mit der mobilen Eingreiftruppe ist Schäfer 14 Tage zuvor im süddeutschen Emmendingen aufgebrochen und auf Schienen kreuz und quer bis nach Köln gelotst worden. Ausgerüstet mit älteren Panzern kommt die Truppe am Abend des 5. März auf der rechten Rheinseite in Porzwan an. Wir sagten uns dann gleich, ja, morgen früh geht es dann nach Köln rein zum Einsatz. Jedenfalls sind wir dann am 6. morgens mit 3 Panzern von Wahn hochgefahren nach Köln. Und dann über die Hohenzollernbrücke in Köln rein. 2 Panzer wurden gleich abgezweigt zum Bahnhof hin. Und wie wir über die Brücke waren und die 2 zum Bahnhof, da war ein Offizier. Und uns hat er dann dirigiert, also weiter in die Stadt reinzufahren. Ne? Bei dem Offizier handelt es sich um den Führer der Panzerabteilung, Oberleutnant Otto Leppler. Es sind insgesamt 8 Panzer der Brigade, die er an diesem Morgen noch in den Kampf schickt. Der ist auch hinter uns hergegangen, aber ganz lange nicht. Wie das anfing mit den Granatwerfern, hat er sich verkrümelt. Während Leppler sich auf den Weg in den Gefechtsstand hinter dem Dom macht, fährt die Besatzung Gustav Schäfers wie befohlen den Amerikanern entgegen. Und wir sind dann weitergefahren Richtung Westen am Dom vorbei. Und ja, bis zu der großen Straße, da die Querstraße. Die Querstraße war der Kaiser-Wilhelm-Ring. Auf der anderen Straßenseite Clarence Moyers Einheit und die Kameraleute, die den deutschen Panzer als erste entdecken. Hatten wir die Nase ein bisschen zu weit und dann kriegten wir Beschuss. Da sind wahrscheinlich Panzer gewesen, das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Wir haben ja auch geschossen. Und plötzlich saß die Kanone fest. Der Turm hatte sich irgendwie verkantet. Von dem Drehen, das hat man öfter gehabt, dass er sich halt drunter gekämmt hat und dann aus diesem Ring da rausgehoben. Ja, was aus. Ich habe den Panzer mit dem Gebäude außer Gefecht gesetzt. Okay, but no one of them was injured. Yeah, go ahead. Ja, es ist gut, dass niemand verletzt wurde. Dann sind wir natürlich von der Straße zurück, da wurden wir ja beschossen. Und dann weiter zurück und dann MG-Feuer war noch da und Granatwerfer auch noch. Dann habe ich
dann zwischendurch immer so in die Trümmerhaufen reingehalten. Konnte ja sein, da welche sitzen, die das beobachten, da wo wir da am Fahren sind. Ne? Mein MG konnte ich ja noch schießen. Ab und zu saß mal ein Laufender hinter so einem Schuttberg. Ne? Die Schützen, die da mit ihren Gewehren oder Maschinengewehren. Und der Kommandant sagte dann, halt doch mal auf der Seite hin. Vielleicht ist da noch irgendwo was zum Gucken. Zu der Zeit entsteht auch eine der in den späteren Jahrzehnten am meisten genutzten Filmszenen. Plötzlich taucht aus Richtung Hansaring ein ziviler PKW auf und fährt direkt in die Kampfzone. Nach mehreren Treffern bleibt der Wagen mitten im Schussfeld liegen und steht dort noch über eine Stunde, während rundherum Häuser einstürzen und auf alles geschossen wird, was sich bewegt. Auch auf Zivilisten. Als die Kämpfe gegen Mittag abflauen, wagen sich amerikanische Infanteristen als erste über die Ringstraße. Dort sehen sie das grausige Ergebnis des Gefechts aus der Nähe. Dagegen erscheinen die nächsten Aufnahmen fast wie ein Wunder. In dem zuletzt beschossenen Auto entdecken sie eine junge Frau. Sie ist verletzt, aber wie die Filmbilder zeigen, sie hat das Inferno überlebt. Wer die Frau war und was mit ihr geschah, nachdem sie von Sanitätern der US-Armee versorgt wurde, ist bisher unbekannt geblieben. Das hier ist die Lady. Das ist das Bild, das ich so oft in meinen Träumen sehe. Ja, ich habe das Auto kommen sehen. Da kam aber mehr als nur eins. Es gab richtigen Verkehr. Wer in dem Auto saß, konnte ich aus dem Panzer aber nicht erkennen. Ich erinnere mich an Tarnfarben und habe es mit der deutschen Armee in Verbindung gebracht. Ich dachte eben, es wäre ein Wehrmachtauto. Also wenn ich gewusst hätte, dass dort eine Frau in dem Auto sitzt, hätte ich niemals absichtlich geschossen. Ich hoffe, ich war nicht derjenige, der sie verletzt hat. Auf der gegenüberliegenden Seite saß der damals 18-jährige Gustav Schäfer immer noch in seinem Panzer und feuerte mit dem Maschinengewehr. Da war ich dabei. Ich habe da nicht absichtlich auf das Auto geschossen. Die ist direkt, plötzlich fuhr die da durch. Ja, beim Schießen plötzlich sehe ich in meiner Optik, wie die da durch mein MG-Feuer durchfährt. Ob ich die nun getroffen habe, das müsste man bald annehmen. Wie ich den Abzug losgelassen habe, ja, war schon zu spät. Clarence Moyer und Gustav Schäfer. Jetzt, wo sie voneinander wissen, würden sie von mir auch gerne erfahren, was aus der verletzten jungen Frau geworden ist. Ich habe da nie drüber gesprochen. Außer, ich habe mal der war Ladeschütze bei uns, aber vorher. Zudem habe ich das mal erzählt. Mensch, ach, dann mach dir da keine Sorgen drum. Das ist nun mal Krieg gewesen, da kann ja keiner was für. Sonst habe ich da nie drüber gesprochen. Ich habe das Gleiche gefühlt. Ich habe immer gedacht, dass ich das vielleicht getan habe. Ich hoffe, ich war nicht derjenige, der sie getroffen hat. Ehrlich, ich würde niemals auf eine Frau schießen. A fleeing Nazi car doesn't get far. Ist es möglich, dass sie den Krieg überlebt hat oder gar heute noch lebt? Auf einer Filmrolle, auf die mich die Familie von Kameramann Rosenman aufmerksam macht, gibt es eine Szene, die Hoffnung verbreitet. Während der Nachrichtensprecher hier allgemein darüber spricht, dass auch viele Deutsche behandelt wurden, soll offenbar der Eindruck entstehen, als sei auch sie tatsächlich in ein Lazarett transportiert worden. Ich verspreche es Moyer und Schäfer, mich in Köln einmal umzuhören. Ja, eben, ich habe direkt geguckt. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's gar nicht, genau. Genau so, ja? Es war mir direkt klar, das ist deine Schwester. Knapp 27 Jahre alt ist Katharina Esser, als sie am Morgen des 6. März 1945 in einem Opel P4 an der Christophstraße zwischen die Fronten gerät. Der Wagen gehört dem Lebensmittelhändler Hans Delling aus Köln-Sülz. Der etwa 40-jährige Geschäftsmann, bei dem Katharina seit einigen Jahren arbeitet, sitzt selbst am Steuer
und wird aller Wahrscheinlichkeit nach bereits von den ersten Kugeln tödlich getroffen. Doch von Katharina, die hier offenbar auf den Transport in ein Lazarett wartet, fehlt nach dem Krieg jede Spur. Sie war allein hier. Ja, sie war ganz allein hier. Das stimmt, ja. Sie war allein bei Delling. Mit einem der ersten Züge nach Ende des Krieges kehrt Schwester Anna aus der Evakuierung zurück nach Köln. Ihr erster Weg führt sie in das Geschäft der Familie Delling. Als ich dann hier rüberkam, mein erster Weg wäre nach Delling, ist ja mal klar. Weil ich wollte ja wissen von meiner Schwester. Mhm. Und dann erhielt ich diese Nachricht. Ja, und das war die schlimmste Nachricht, die ich da bekommen hatte. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich darf auch heute noch nicht davon sprechen, also da denke ich auch dran. Das, was Anna Lettau nicht über die Lippen bringt, steht in einer eidesstattlichen Erklärung einer Anwohnerin der Christophstraße. Ihr Name Frieda Teisakowski, von Beruf Schneiderin. Im Januar 1946 erklärt sie gegenüber der Kölner Polizei: Ich habe persönlich zugesehen, wie der Privatwagen von einem amerikanischen Panzer beschossen wurde. Der Besitzer wurde durch einen Kopfschuss getötet. Und die Angestellte, die sich um ihren Chef bemühte, wobei sie auch angeschossen wurde, fiel seitwärts neben das Auto. Die Angestellte wurde dann von dem Panzer überfahren, sodass man nachher nur Reststücke sowie Hand, Fuß und einige Körperreste zu finden bekam. So ein grausamer Tod, da hätte keiner dran gedacht. Aber so ist das Schicksal, ja. Das Einzige, was von Katharina blieb, waren alte Fotos und ein paar persönliche Papiere, die sie auf ihrer Flucht bei sich hatte und die in der Christophstraße noch gefunden wurden, wie hier ihr Abschlusszeugnis als Hauswirtschafterin. Wie kam es zu diesem folgenschweren Fehler, die Fahrt durch die Stadt in Richtung Brücke noch zu riskieren? So hieß es damals, wir wollten noch rüber. Und da haben wir immer gesagt, warum sind die nicht im Keller geblieben? Da wäre doch schließlich gar nichts passiert. Im Freundeskreis der Familie wird erzählt, es geschah möglicherweise aus Liebe. Angeblich wartete auf der anderen Rheinseite ihr Verlobter. Auch die beiden Panzerschützen Gustav Schäfer und Clarence Moyer reagieren bestürzt auf diese Nachricht und fragen sich, was passierte nur wenige Minuten nach 12 Uhr, nach diesen vermutlich letzten Aufnahmen. Die Kameramänner rückten weiter vor in Richtung Dom, immer dicht an Clarence Moyers Pershing-Panzer. Der war, wie diese Szene beweist, schon an Katharina Esser vorbeigefahren. Einen ersten Hinweis darauf, was passiert sein könnte, finde ich in den internen Aufzeichnungen eines wenig bekannten deutschen Militärgeschichtsforschers. Die in den Augen der US-Armee bereits gesicherte Stelle wurde offenbar doch noch einmal zum Schauplatz von Kampfhandlungen. Es soll ein Panzervernichtungstrupp der Wehrmacht gewesen sein, der aus einem Haus direkt an der Christophstraße das Feuer auf die nachfolgenden US-Fahrzeuge eröffnet hatte. Diese Vermutung schicke ich im Frühjahr 2007 an den Veteranenverband der 3rd Armored Division. Als mein Brief kurz darauf in der Mitgliederzeitschrift erscheint, erhalte ich Post von Stuart Thayer, damals in einem Panzer der D-Kompanie, nur einen Häuserblock nördlich von Smoyers E-Kompanie eingesetzt. Über das Schicksal von Katharina Esser weiß er nichts. Aber er schreibt mir, ihr Panzer sei an dieser Stelle tatsächlich gegen Mittag angegriffen und von einer Panzerfaust getroffen worden. Bei dem Abschuss waren 4 der 5 Besatzungsmitglieder verletzt worden. Ich erhalte noch mehr Resonanz auf den Abdruck meines Briefes. Edward Yazian meldet sich. Hier auf dem Bild oben rechts mit der Hand am Mund. Als Infanterist kam er damals im Schatten der Panzer in die Kölner Innenstadt. Kurz zuvor war er Augenzeuge eines ähnlichen Vorfalls geworden, bei dem ein US-Panzer die eigenen Leute überfahren hatte. Sein Kommentar zum Schicksal Kathi Essers: In solch einer Situation hätten wir möglicherweise auch General Eisenhower überrollt. Katharina Esser ist nicht die Einzige, die hier am Eingang zur Innenstadt noch zu Tode kommt. Insgesamt forderten die Kämpfe innerhalb einer Stunde ca. 40 Tote, darunter etwa 20 Zivilisten. Einige der Toten werden auf dem Friedhof der Gerionskirche beerdigt. Hier auch der Gedenkstein von Kathi Essers Fahrer Johannes Delling. Wahrscheinlich liegen hier auch die sterblichen Überreste von Kathi Esser. Einen Eintrag im Kirchenbuch gibt es dazu allerdings nicht. Andere Leichen liegen noch Tage später in den Straßen und finden in einem Massengrab am Stadtgarten eine vorläufige Ruhestätte.
Die Wunden, die bei dieser Recherche zweifelsohne aufgerissen wurden, sind immer noch tief. Dennoch ist Anna Lettau glücklich, dass ihre Schwester Katharina nun ein Stück ihrer Geschichte zurückbekommt. Kann ich Ihnen gar nicht genug danken.